Ich habe hier heute eine kleine Schwalbe gesehen und die habe ich dann halt mal hochgehoben. Die war da hinten im Hühnerstall drin und ja, jetzt habe ich die hier mal hochgehoben. Du nimmst immer alle Tiere hoch? Ja, aber die hat keine Krankheit, weil ich die schon öfters auf dem Arm hatte. Die fällt irgendwie immer aus dem Nest, glaube ich, aber fliegen kann sie schon. Aber da habe ich mir gedacht, wir machen mal ein Video, auch wie wir die freilassen und so. Und dann kommt mal mit. Ich habe die da hinten gleich an der Tür gefunden, also an der Tür drin, wo es rüber zum Gänsestall geht. Diese Schwalbe. Nora, du weißt, es kippt um. Nein. Hat so lange Flügel, wenn sie ausbreitet. Tut ihr doch nicht weh. Ich tut ihr nicht weh. Los, jetzt ist sie jetzt frei. Dann hat die hier noch. Freilassen kann ich leider noch nicht, weil ich da noch was gucken muss. Guck mal, wie ausgewachsene Krallen die schon hat. Ja, das sieht doch ist, glaube ich, schon. Boah. Ja, tja, Nora. Kommt davon, wenn man eine Schwalbe festhält. Ja, wenn lass sie doch einfach los, Nora. Das mach ist Tierquälerei. Und ja, Flügel sind halt sehr, sehr lang. Hast du schon ganz oft gesagt. Und jetzt ah, ist sie weg. Toll, jetzt ist sie weg. Und ich muss sie spüren und wegen dir. Nein. Du hast gesagt, ich soll sie freilassen. Und hier ist wieder dieser kleine Barney. Ja, hallo. Ja, und dann würde ich sagen auch tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben und drückt auf die Glocke. Das wäre sehr lieb. Tschüss.